Können wir anfangen? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Hertha BSC. Endstand 5:2. Auf dem Podium darf ich wie immer die beiden Cheftrainer begrüßen. Und wie immer gebührt den Gästen auch das erste Wort. Herr Schwarz, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, hallo zusammen. Erstmal Glückwunsch an Thomas zu dem Sieg. Ich denke, dass wir heute einfach in der Summe viel zu schlecht verteidigt haben dann auch. Dass wir die Gegentore, die wir bekommen haben, dass wir die einfach mit hohem Maße, mit unserem Zweikampfverhalten mit verschuldet haben und dementsprechend dann auch die 5 Gegentore bekommen haben, immer mal wieder Sequenzen hatten, Phasen im Spiel, wo wir dran waren, nach dem 2-0, 2-1, dann hatten wir die Situation kurz nach der Halbzeit, wo wir eine Abschlusssituation kreieren können, Gegenzug, das dritte Gegentor gefressen und dann in der Summe, muss man einfach sagen, zu schlecht heute verteidigt und dementsprechend dann auch verdient verloren. Dankeschön. Dankeschön. Thomas, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja. Glück auf in die Runde. Vielen Dank, Sandro, für die Glückwünsche. Ja, wir kamen in beide Halbzeiten sehr, sehr gut rein. War natürlich auch ein Sonntagsschuss vom Tim, der im Training immer wieder gezeigt hat, dass er eine gute Schusstechnik hat. Hat natürlich dann heute sehr, sehr gut gepasst. Wir hatten auch eine Phase drin, wo Ralle einen sehr, sehr guten Ball hält, wo wir leider auch zu viele Eckbälle zugelassen haben, wo man immer das Gefühl hatte, so 100%. Wir konnten zwar verteidigen, aber da hätte man sich natürlich als Trainer gewünscht, dass man nicht so viele Eckbälle verursacht. Dann machst du das 2-0, dann denkst du, okay, jetzt gehst du in die Halbzeit mit 2-0, bekommst ein Gegentor. In der Situation hat sich dann auch Tim Skarke verletzt, der dann in der Halbzeit drin bleiben musste. Dann hat es Kenan, denke ich mal, sehr, sehr gut gemacht, dass wir da auf die Siegerstraße gekommen sind. Und letztendlich war es für uns sehr, sehr wichtig. Ein Spiel, wo jeder wusste, dass es sehr, sehr viel Druck ist. Deswegen war auch der Gedanke, viel Erfahrung mit auf den Platz zu bringen, um den Druck so ein bisschen auf mehrere Schultern zu verteilen. Und wir sind natürlich froh, die 3 Punkte hier behalten zu haben. Und deswegen darf die Mannschaft sich heute auch mal freuen. Und dann geht es zielgerichtet auf Freiburg. Danke. Dankeschön. Gibt es Fragen an die beiden Cheftrainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Wir starten mit Jörg Strohschein. Herr Reis, im Vergleich zur letzten Woche ist ja kaum eine vergleichbare Leistung, ne, die beiden Spiele. Was haben Sie denn gemacht unter der Woche, damit die Mannschaft heute funktioniert hat? Und verraten Sie uns einfach mal das Geheimnis. Ja, im Endeffekt haben natürlich auch die Tore oder die frühen Tore uns oder das eine frühe Tor sehr geholfen. Die Mannschaft war, habe ich ja gesagt, sehr, sehr selbstkritisch gewesen. Ich habe ja auch versucht zu erklären, dass ich auch in Hoffenheim, dass das nicht alles unbedingt schlecht war. Wir haben nicht gut funktioniert. Deswegen haben wir das Spiel auch komplett analysiert, haben gesagt, so kannst du dich natürlich nicht präsentieren. Und deswegen habe ich versucht, gerade zu sagen, warum, weshalb ich diese Aufstellung gewählt habe. Weil ja auch Spieler dabei waren, die letztes Jahr, als ich noch kein Trainer war oder als Schalke dann aufgestiegen ist, dafür gesorgt haben, in einer schwierigen Situation aufsteigen zu können oder sind aufgestiegen. Und deswegen wollte ich diesen Druck, der heute immens war, auf mehrere Schulter verteilen. Und heute kann man, glaube ich, sagen, dass es funktioniert hat. Dann gehen wir hier vorne in die erste Reihe. Sandro, du hast diese Saison oft von dem Glauben an die Mannschaft gesprochen, von deiner Mannschaft. Wie viel von diesem Glauben ist heute durch diese Leistung verloren gegangen? Fühlst du dich im Stich gelassen vielleicht sogar von deinen Spielern? Nein. Ich fühle mich nicht im Stich gelassen, sondern wir haben einfach in der Summe heute zu viele Fehler gemacht. Das war sonst auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, was wir das eine oder andere Mal auch in der Saison schon hatten. Und finde, gerade was defensive Stabilität angeht, haben wir in den letzten beiden Spielen eigentlich recht ordentlich gemacht. Und das ist uns heute nicht gut gelungen. Und ich werde jetzt aber nicht jetzt irgendwas erzählen davon, dass ich mich im Stich gelassen fühle, sondern es ist meine Verantwortung als Cheftrainer. Und dennoch hätte ich mir klar gewünscht, dass wir als Mannschaft dann viel besser in diesen einzelnen Momenten, in dieser einzelnen Spielsituation verteidigen, das, was wir heute nicht gemacht haben. Andreas Berten für die Funke Mediengruppe. Herr Reis, Sie haben, als die Mannschaft vor der Kurve stand nach Spielende, noch auf der Bank gesessen, so ein bisschen sinniert vielleicht. Waren Sie besonders erleichtert? Haben Sie es für sich genossen? Haben Sie einen besonderen Druck gespürt vor diesem Spiel? Ja, Druck spürt man in jedem Spiel. Das ist völlig egal, ob du oben stehst oder unten stehst. Natürlich ist es eine besondere Situation, wenn du ganz unten bist, weil du die Liga halten möchtest. Ich finde, dass die Mannschaft sehr, sehr viel investiert hat und der Mannschaft gebührt dann auch der Applaus der Zuschauer. Und ich habe das immer so gehandhabt, dass ich mich dann dementsprechend zurückziehe, weil die Mannschaft alles investiert hat und deswegen können sie sich auch feiern lassen. Aber
natürlich genießt man auch dann den Sieg so ein bisschen für sich. Aber deswegen, also ich sage immer, wichtig ist, dass die Mannschaft sich dann feiern lässt. Peter Wenzel für die Bild-Zeitung. Reis vom Spiel. Mussten Sie schon den Ausfall von Maya Yoshida beklagen. Heute im Spiel mussten Sie ein paar Widerstände überwinden, indem Ralf Fährmann raus musste, Tim Skarke und nachher noch Cedric Brunner. Wie ist da der Stand der Dinge? Stehen die beispielsweise bis Sonntag in Freiburg wieder zur Verfügung? Hat man schon erste Diagnosen? Wie sind die Verletzungen? Ja, also bei Ralle war es eine muskuläre Geschichte. Da muss man abwarten, aber ich denke, dass das für Sonntag sehr, sehr eng wird. Bei Tim Skarke habe ich gerade gesagt, ich denke, dass der die Brunner eben da drauf gedreht ist. Ist eine Fleischwunde, muss man schauen. Sah jetzt nicht so optimal aus. Und Sadie stand jetzt, war jetzt nichts, dass die Schulter raus war oder sonstiges. Ist, glaube ich, auf die Schulter gefallen bei dem Zweikampf. Da muss man dann abwarten. Und deswegen gab es dann auch zum Schluss einige Umstellungen, sodass die Offensivspieler manchmal defensiv spielen mussten, weil Moritz Jens ja auch mit Krämpfen geplagt war. Und denke, die nächsten Tage werden dann darüber entscheiden, ob der eine oder andere hoffentlich einsatzfähig ist. Jörg Strohschein. Herr Reitz, sind jetzt, glaube ich, Sie und Ihre Mannschaft sind auf den Relegationsplatz gerutscht jetzt. Jetzt sind es, glaube ich, noch 6 Spiele, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Wie beurteilen Sie denn den Abstiegskampf jetzt? Sehen Sie sich jetzt durch dieses Spiel in einer viel besseren Position oder ist nichts passiert? Wie würden Sie das jetzt beurteilen? Ich denke schon, dass man in einer besseren Position ist. Und trotzdem reicht diese Punktanzahl, wird definitiv nicht reichen. Für uns war wichtig, dass wir sagen, wir haben ein Heimspiel. Wir haben nicht mehr so viele Heimspiele. Wir wollten heute mit einem Sieg ein paar Plätze klettern. Das ist uns gelungen. Jetzt müssen wir abwarten, wie die anderen Mannschaften spielen. Ich habe gesagt, wenn wir am letzten Spieltag definitiv im Rennen sind um den Klassenerhalt, dann denke ich, haben wir einiges erreicht. Wir müssen schauen, dass wir schleunigst regenerieren und das einen oder anderen Punkt definitiv noch holen. Dann gehen wir noch mal hier vorne in die erste Reihe. Sandro, du hast gerade schon von deiner Verantwortung als Cheftrainer gesprochen. Wie groß ist deine Sorge, dass der Verein Konsequenzen ziehen könnte, die dich betreffen? Was das betrifft, habe ich keine Sorge, weil es ist auch legitim. Es ist auch die Verantwortung des Clubs, dass sie sich Gedanken darüber machen. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch dazu stehe, zu dem, was wir bisher gemacht haben, auch die Verantwortung in meinem Bereich. Und klar, wenn du heute so ein Spiel verlierst, ist es legitim auch das und auch realistisch genug zu wissen, dass sich der Verein, der Sportdirektor darüber Gedanken macht. Und ich weiß, was wir im Trainerteam investieren jeden Tag, was wir an Arbeit abliefern. Und leider siehst du es dann aber auch nicht wie heute dann an dem Ergebnis. Das ist frustrierend. Ist die Frage hier vorne noch aktuell? Ist beantwortet? Dann noch einmal Andreas Berten für die Funke Mediengruppe, 2 Reihen dahinter. Herr Reis, wie haben Sie Simon Terodde gesehen? Ich meine, es war ja heute auch ein kurioser Umstand, dass 4 der 5 Tore gegen Hertha BSC von Spielern erzielt wurden mit Union-Vergangenheit. Wenn das so ist, dann ist es so. Simon hat sich sehr, sehr gut präsentiert. Er war ja auch jetzt irgendwo in der Reihe. Um mal Spielzeit zu generieren oder mehr Spielzeit zu generieren von Anfang an. Das ist auch ein Spieler, der dazu beigetragen hat, dass Schalke 04 wieder in der ersten Liga ist. Und ich finde, dass die Mannschaft das heute sehr, sehr gut gemacht hat. Und Simon hat sich belohnt, weil er hat im Training nie aufgegeben. Und deswegen bin ich auch froh, auch mit Kaminski, der ein tolles Freischusstor noch gemacht hat, auch von meiner Seite aus eine sehr, sehr gute Leistung, der bisher auch wenig Spielzeit bekommen hat. Und da können wir eigentlich nur froh sein. Und gut, Bülti ist im Moment sowieso in einer guten Form. Und deswegen bin ich froh, dass wir sogar heute mal das eine oder andere Tor geschossen haben. Gibt es noch weitere Fragen an die beiden Cheftrainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich jetzt noch verkünden, dass niemand das Ergebnis richtig getippt hat. Somit hat auch niemand das Felddienst-Tippspiel gewonnen. Wir wünschen euch allen einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Dankeschön. Dankeschön. Ciao.